Auslaufen beim Stadtwerke Lübeck Marathon. Nur 13 Stunden nach dem kräftezehrenden Heimerfolg gegen Bayer Dormagen ist der VfL Lübeck-Schwartau schon wieder auf den Beinen. Ja, es ist eine tolle Veranstaltung und ich denke mal, es hat jeder hier genossen. Schönes Wetter, insofern macht es auch Spaß, hier in der Veranstaltung auszulaufen. Das war schon ganz gut. Der gesamte Marathon bleibt dem Team von Torge Greve allerdings erspart. Lockeres Auslaufen steht auf dem Programm. 4,2 Kilometer durch Lübecks Altstadt. Ja, also man hat schon gemerkt, dass man dicke Beine hat, aber umso besser, dass man das ein bisschen rauslaufen kann. Und ja, das Spiel gestern war schon sehr intensiv, aber ich glaube, das haben wir ganz gut überstanden. 31 zu 27 hieß es nach 60 turbulenten und intensiven Minuten gegen Aufsteiger Dormagen. Umso größer war die Freude über den fünften Sieg im fünften Heimspiel. Es war nicht das schönste Spiel, es war kampfbetont, es war etwas konfus, natürlich auch bedingt durch die Herren in Grün und auch durch die Herrschaft am Kampfrichtertisch. Es war ein bisschen unstrukturiert alles, aber im Endeffekt Hauptsache 2 Punkte, ganz egal wie das Spiel anzusehen war, für uns zählen die 2 Punkte, alles andere ist uninteressant. Und mit diesen Punkten im Gepäck laufen sich die 4 Kilometer auch fast wie von selbst, die Stimmung bestens. Nach 25 Minuten kommen die ersten VfL-Spieler ins Ziel. Wir waren ganz schön flott unterwegs, muss ich sagen. Ja, der Glocki, der ist vorweggelaufen, hat ganz schön das Tempo angezogen. Wollte alle Bilder mit seiner Headcam einfangen. Aber ich sag dir, wir waren heute hundertprozentig dabei und es hat echt Spaß gemacht. Ja, super gut. Also die Stimmung ist begeisterungsfähig und auch toll, dass die Mannschaft hier komplett angetreten ist. Das zeigt die Verbundenheit zu Lübeck. Und wir als Sponsor und als gleichzeitig aktiver Unterstützer des VfL, ganz grandios. Und der Spaß geht im Stadtwerke-Zelt auch nach dem Lauf weiter. Die Spieler stellen Broschen mit ihren eigenen Bildern her, schreiben Autogramme und ergattern das eine oder andere Erinnerungsfoto.